Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute werfen wir einen Blick zurück in den Dezember und welche Bücher neu bei mir eingezogen sind. Und ich wollte ja eigentlich nur so 5-6 neue Bücher haben, weil das ja auch so in etwa bei 2-3 Neuerscheinungen mein Gedanke war, ja, die vielleicht und wenn du irgendwas geschenkt bekommst. Allerdings habe ich tatsächlich jetzt ein paar mehr Bücher zur Weihnachtszeit geschenkt bekommen, als ich gedacht habe. Aber ich bin tatsächlich noch einstellig geblieben. Und das freut mich wirklich ungemein, dass es 9 Neuzugänge sind. Es wären im Grunde fast 10 geworden, denn eine Neuerscheinung ist Ende Dezember herausgekommen. Und zwar ein Hörbuch. Da ich aber noch im anderen Hörbuch steckte, dachte ich, okay, du musst es dir nicht holen, nur damit es auf dem Sub liegt, sondern du holst es dann, wenn du es dir anhörst. Und ja, mit diesen Gedanken bin ich tatsächlich öfter in diesem Monat auch an den Bücherkauf oder auch ans Anfragen bei Verlagen herangegangen, beziehungsweise auch habe ich Rebuy, Mediamobs und all diese Seiten gemieden und habe wirklich nur eigentlich für andere Leute Bücher gekauft. Und das wird man jetzt auch sehen, wenn ich euch meine Neuzugänge zeige. Es sind also 9 Neuzugänge geworden. Es sind 4 echte Bücher, 2 E-Books und 3 Hörbücher. Ja, das kommt hin. Also es sind doch ein paar Hörbücher geworden. Leider eigentlich weniger E-Books, als ich es eigentlich immer gerne habe. Aber dadurch, dass ich eben Bücher geschenkt bekommen habe und das halt echte Bücher sind, sind es diesmal im Grunde ein bisschen mehr geworden. Aber reden wir gar nicht lange rum. Das erste Buch des Monats war Feuer und Blut von Georgia R. Martin. Das habe ich als Hörbuch vom Verlag erhalten. Ihr findet hier oben auch irgendwo die Info, Werbung, Rezensionsexemplare. Guckt auch in die Infobox. Da kennzeichne ich auch immer die Bücher, was davon ein Rezensionsexemplar war. Das Buch wurde mir als Hörbuch-Download zur Verfügung gestellt und das finde ich auch mega praktisch, weil es ist ähnlich wie ein E-Book, es nimmt halt keinen Platz weg. Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Ja, ich wollte das, die Vorgeschichte von den Targaryens im Grunde hören, weil ich mir schon dachte, als E-Book könnte das recht trocken sein. Und ich bin eigentlich ganz froh, wenn mir so ein bisschen trocknere Dinge jemand vorliest. Und Geschichte kann spannend sein, war es in dem Fall nicht. Ich habe das Hörbuch nach einem Drittel abgebrochen. Leider, es war überhaupt nicht meins. Der Sprecher war in Ordnung, der Herr Reinhard Kunert, den mag ich sonst ganz gerne. Aber diese Aneinanderreihung von Fakten ohne Spannung mit besserwisserischerem, hat es jetzt gestimmt, Erzähler, das fand ich einfach nicht so gelungen. Daher leider nicht meins. Bin halt daher jetzt auch froh, dass es im Grunde nur ein Download-Link war. Das Hörbuch bleibt natürlich auf meiner Festplatte, aber es nimmt jetzt keinen Platz ein. Anders als das andere Hörbuch des Monats, die Ballade von Max und Amelie von David Zaphir, habe ich in der Leserunde bzw. Hörrunde auf Lovely Books gewonnen. Habe ich ebenfalls nach der Hälfte abgebrochen. Ich bin an und für sich schon ein Fan des Stiles von Zaphir. Ich mag es, wie er so ein bisschen Reinkarnation, den Buddhismus, so ein bisschen das humorvoll verpackt, für jeden verständlich. Ich mochte die beiden Teile von Mises Karma, ich mochte plötzlich Shakespeare, aber ich hatte auch schon Bücher von ihm, die mir nicht gefallen haben, wie Happy Family und auch das mit der Kuh. Das war auch nicht so meins und die Ballade von Max und Amelie macht hier einen sehr schönen Eindruck. Man hat das Gefühl, zwei Hunde treffen aufeinander, die im Grunde dann auf einer Reise gehen, dass man eben so eine Art Roadtrip eben durch die Augen von Hunden hat. Und ich habe damit kein Problem, wenn mir jemand was aus Sicht von Tieren erzählt. Das gelingt sehr oft sehr gut und da kann ich mich auch irgendwie hineinversetzen. In dem Fall fand ich es einfach nur eklig, schrecklich und sehr brutal, denn es geht hier wirklich auch um gequälte Tiere und wir erfahren eben aus Hundesicht, wie das ist, wenn man gequält wird, geschlagen wird und das auf sehr kühle Art und Weise, auf sehr kalt erzählte Weise, aber eben mit unglaublichen, drastischen Mitteln, wo ich wirklich dachte, muss das wirklich sein? Und die Welt ist grausam und wir Menschen sind zu Tieren grausam und ich weiß nicht, ob ich mir das dann auch einfach noch in der erzählten Geschichte geben muss. Jetzt könnte man sagen, man dürfte dann auch keinen Thriller lesen, wo irgendein Opfer gequält wird, umgebracht wird. Ja, da gebe ich auch recht. Hier hat es mich aber einfach durch diesen Blick durch die Tiere sehr, sehr berührt, mitgenommen und auch wirklich ein bisschen fertig gemacht. Und ich konnte das einfach nicht länger ertragen und habe es dann abgebrochen. Tat mir sehr leid für die Hörrunde.
Gerade bei gemeinsamen Lesen überlege ich schon 2-3 Mal, ob ich das wirklich abbreche, aber ich quäle mich auch nicht unnütz und ich glaube auch nicht, dass man da undankbar ist, wenn man eben einfach sagt, das ist nicht das Buch, was ich erwartet habe. Es hat in der Lovely Books Leserunde eben jemand gesagt, Mensch, das ist ein geschenktes Buch, willst du es nicht dann trotzdem aus Dank irgendwie weiterlesen? Nein, weil die Zeit gibt mir eben auch einfach keiner wieder zurück und ich glaube, ich habe gut genug gerechtfertigt, es abzubrechen. Leider, ja, eher ein Flop. Dann ist bei mir eingezogen, Wir sind Götter von Dennis E. Taylor, der zweite Teil der Bobbyverse-Reihe, ebenfalls als Hörbuch und ich habe es abgöttisch geliebt. Gesprochen von Simon Jäger, ja im Grunde mit David Nathan und auch deren Tommy Morgenstern. Ja, gibt auch noch 2-3 andere Sprecher, die ich toll fand. Der die Clifton-Sage gesprochen hat, war auch toll. Ich habe sie ja immer nicht mit Namen. Aber Simon Jäger, ein ganz, ganz toller Sprecher. In der Bobbyverse-Reihe geht es ja um künstliche Intelligenz, die aus einem echten Gehirn, aus einem echten Menschen im ersten Teil im Grunde herausgenommen wird, in eine Maschine gepackt wird. Und ja, dieser Maschine wird im Grunde befohlen, ja im Universum irgendwo einen Planeten für die Menschheit zu finden, weil die Erde eben nicht zu retten ist. Und ja, unserem Bob ist es eben möglich, sich selbst zu klonen. Und diese Klone entwickeln sich dann ab diesem Zeitpunkt, wo sie losgelöst sind vom Bob, eben in eine andere Richtung. Es ist unglaublich lustig, es ist technisch, es ist humorvoll, total schwarzer, dunkler Humor, sehr trockener Humor, sehr sarkastisch, ironisch. Es wirft so einen Blick auf die Menschen, den ich grandios finde, der mir super viel Spaß gemacht hat. Der zweite Teil war eine grandiose Fortsetzung. Es wird noch einen dritten Teil geben, der aber wohl sehr viel später in der Geschichte spielt, während jetzt diese beiden Teile sehr nah beieinander waren. Und ich mochte auch den zweiten Teil super, super gerne. Ich mag Science Fiction, wenn sie humorvoll ist, wenn sie doch irgendwie ein bisschen anspruchsvoll ist, aber nicht nur mit technischen Begriffen um sich wirft. Und wenn man einfach so eine Idee davon bekommt, wo könnte die Zukunft hingehen? Hat mir unglaublich gut gefallen, fand ich wirklich ganz, ganz toll. Ja, das erste Buch, was ich dann übers Wichteln geschenkt bekommen habe, ist eine wundersame Weihnachtsreise von Corinna Bohmann. Eine liebe Freundin von mir hat mitbekommen, dass ich dieses Jahr die Frauen vom Löwenhof gelesen und geliebt habe. Und sie hat mir diese wunderbare Weihnachtsgeschichte der Autorin ja, zum Wichteln im Grunde mitgebracht. In diesem Fall ja, war ich die, mit einem Buch beschenkt wurde sozusagen. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich kannte die Geschichte nicht. Ich habe auch noch nichts vorher von Corinna Bohmann gelesen und es heißt hier so schön, Corinna Bohmann erzählt eine zauberhafte Geschichte, die die Magie des Weihnachtsabends auf wunderbare Reise einfängt. Das Wunder einer Weihnachtsreise. Ja, leider habe ich es im Dezember nicht mehr geschafft, es reinzupacken, weil es eben auch ja erst nach Mitte des Monats bei mir eingezogen ist. Ich werde es aber ganz weit oben jetzt für den Weihnachtssub im nächsten Jahr haben und da wird es dann auch auf jeden Fall gelesen. Optisch auch wirklich eine sehr, sehr schöne Ausgabe, wie ich finde. Und ja, ich finde es schön, wenn Freunde da so aufmerksam sind und einem ja da so ein bisschen drauf achten, was hast du gelesen und ja dann bei der Autorin eben zugegriffen haben. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch das nächste Buch ist ein Weihnachtsgeschenk. In dem Freundeskreis schenken wir uns tatsächlich gefühlt nur Bücher, Highlight-Bücher, die wir selbst eigentlich toll fanden in dem Jahr. Ist so ein bisschen der Gedanke und das ist auch eigentlich immer sehr gelungen. Mein guter Freund hat aber Lovely Books von mir entdeckt und meine Wunschliste und hat sich eins der ältesten Bücher aus meiner Wunschliste herausgenommen und hat mir Hier ist es schön von Annika Scheffel herausgesucht. Ich war sehr beeindruckt, als ich das auspackte und dachte, das kennst du doch, das hast du auf deiner Wunschliste. Und dann hat er mir auch verraten, dass er auf Lovely Books gestöbert hat und da, ich glaube, das stand an 3., 4. Stelle von hinten, ja, das im Grunde herausgefischt hat und ja, er mir das im Grunde dann auch geschenkt hat. Es ist eben von ihm nicht direkt eine Empfehlung, es klang aber für ihn wirklich toll, weil es, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, auch ein bisschen dystopisch ist. Und so heißt es und so findet man anscheinend, wenn man auf der Erde den Sternen folgt, am Ende doch das Meer. Und allein dieser Satz ist schon absoluter Traum. Ja, es heißt hier, die Briefe von draußen sind selten geworden. Sie bringen Nachricht aus einer untergehenden Welt. Alle Hoffnungen richten sich auf 2 Auserwählte und einen neuen Planeten. Streng abgeschirmt werden die beiden auf die Mission vorbereitet. Ihre Abreise steht kurz bevor. Doch Irma und Sam entscheiden sich anders und ergreifen die Flucht.
Und soweit ich mich erinnere, es heißt hier auch, es ist so ein fantastischer wie gegenwärtiger Roman über den Größenwahn der Menschen, die Ausbeutung der Natur, die totale Überwachung, den Zynismus von Reality-Shows. Vor allem aber ist es ein Roman über das Wünschen und das Träumen, ein zärtliches Porträt zweier junger Menschen und ihres Kampfes um Freiheit und Selbstbestimmung. Und es war, glaube ich, irgendwo schon so eine Art Dystopie, Science-Fiction. Und ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, warum es auf meiner Wunschliste gelandet ist. Es hat aber in diesem Jahr, ich denke, 2, 3 Ausmist-Aktionen meiner Wunschliste überlebt, weil mich der Klappentext immer wieder angesprochen hat. Und ich bin da wirklich total erfreut, dass ich das jetzt geschenkt bekommen habe, dass ich es jetzt im neuen Jahr lesen kann und bin wirklich sehr gespannt. Es ist auch nicht allzu dick und ich finde es echt schön, dass mein guter Freund darauf so ein bisschen geachtet hat. Das nächste Buch ist ebenfalls ein Geschenk und zwar hat mein Chef immer eine wunderbare Idee zu Weihnachten. Er verschenkt wohl an seine Mitarbeiter immer ein paar kleine Herzenswünsche und er hat mitbekommen, dass ich gerne lese und viel lese und hat mir eine Buchempfehlung von sich geschenkt. Ich hoffe, man sieht das jetzt. Und zwar Homo Deus von Yuval Noah. Eine Geschichte von morgen. Ein Buch, das ich nicht direkt auf der Wunschliste hatte, aber ein anderes Buch des Autoren. Und ich glaube, ich habe das andere sogar als Hörbuch hier. Und er hat gesagt, er hat das Buch eben schon 2-mal gelesen. Und er kann sich eben vorstellen, dass dieses Buch auch so meiner Art des Denkens irgendwie entspricht. Das fand ich tatsächlich sehr interessant, denn es geht hier um die nächste Stufe der Evolution. Es ist ein Sachbuch, so anregend, dass man dazu tanzen möchte, hat Dennis Scheck gesagt und beschreibt mit beneidenswerter und besorgniserregender Klarheit die gewaltigen Herausforderungen, denen sich unsere Spezies stellen muss. Und das hat der Nobelpreisträger für Literatur gesagt. Das heißt hier in seinem Kultbuch, eine kurze Geschichte der Menschheit, erklärte Yuval Noah Harari, wie unsere Spezies die Erde erobern konnte. In Homo Deus stößt er vor in eine noch verborgene Welt, die Zukunft. Was wird mit uns und unserem Planeten passieren, wenn die neuen Technologien dem Menschen gottgleiche Fähigkeiten verleihen, schöpferisch wie zerstörerische und das Leben selbst auf eine völlig neue Stufe der Evolution heben? Klingt mega, mega spannend und ich bin wirklich sehr neugierig darauf, wie mir das gefallen wird, wie mich das unterhalten kann. Ich habe sehr, sehr viel Positives über den Autor gehört und es gibt ja auch aktuell, sein neues Buch ist ja, glaube ich, 21 Geschichten für das 21. Jahrhundert oder irgendwie so, wie das heißt. Ach, ich habe schon wieder den Namen verdrängt. Ich kann mir sowas immer nicht so richtig merken, aber ja, finde ich mega spannend, freut mich wirklich sehr. Ich finde tatsächlich auch das Cover hier mit dem O, was aussieht wie so ein Fingerabdruck, grandios gemacht und habe mich hier wirklich sehr, sehr drüber gefreut. Dann ist bei mir ein E-Book eingezogen, ein Laden voller Hügelglück von Rosie Blake. Hier haben 2 liebe Freundinnen von mir geschwärmt und dann durfte das E-Book bei mir einziehen, worüber ich mich einfach gefreut habe, denn ich bin so ein Hücke-Mensch. Ich mag das Thema unglaublich gerne und ich kann mir einfach vorstellen, dass wir eben hier, wenn es einen Laden gibt, in dem eben ja das Gefühl von Hücke vermittelt wird, dass ich da einfach meinen Spaß haben werde. Es soll so ein bisschen ein Wohlfühlroman sein und ich kann mir vorstellen, dass das an sehr kaltem Wochenende im Januar oder Februar auf jeden Fall Spaß bringen wird, mich gut unterhalten wird und ich finde auch das Cover einfach absolut gelungen und es durfte dann eben auch einfach als E-Book bei mir einziehen und ich mag das Thema Hücke, was ja dieses kuschelige, wohlige Gefühl aus Norwegen, wenn es nicht Finnland oder Schweden war, sowas, was Skandinavisches oder was Dänisch, was war denn Hücke? Naja, es gibt da verschiedene Theorien. Ja, ich liebe ja auch das Hücke-Magazin und habe mich hier eben auch einfach gefreut, diese Empfehlung bekommen zu haben. Dann hat mich ein Buch erreicht aus dem fernen Australien. Die liebe Mascha, mancher Zuschauer wird sie vielleicht noch kennen, hat mir ein Buch auf die lange Reise nach Deutschland geschickt und ich habe mich darüber mega, mega, mega gefreut. Mascha und ich stehen im regelmäßigen Kontakt, mehr jetzt privat als über BookTube und tauschen uns wirklich sehr rege über verschiedenste Themen aus. Und sie hat mir in diesem Jahr schon mal von My Polar Dream erzählt, von Jade Haarmeister. Und das junge Mädel hier hat eben eine Reise begonnen durch den Nordpol, ja. Und hat in 2016 mit Skiern, 2017 hat sie die Greenland Crossing, also komplett durchquert. Und 2018 hat sie den Südpol erreicht. Einfach unglaublich, ein ganz junges Mädchen, 14 years old. Und
Ja, fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie Mascha darüber erzählt hat. Und dieses Buch hat es jetzt auf die Reise geschickt zu mir. Passen natürlich jetzt in den deutschen Winter. Ich glaube, Mascha hat es in ihrem Winter gelesen. Und da habe ich im Sommer beschlossen, ich glaube, das Buch gibt es noch nicht auf Deutsch. Und ich freue mich, dass ich das Buch so zum Anlass nehmen kann, in 2019 einfach wieder mehr englische Bücher zu lesen. Ich habe in 18, glaube ich, nur 2 englische Bücher gelesen. Das ist viel, viel zu wenig. Und ich glaube, ich möchte auch einfach wieder mehr in Englisch lesen. Und da kommt dieses Buch einfach gerade richtig. Es hat auch Bilder mit drin von den Expeditionen. Und da freue ich mich einfach sehr drauf. Und ich danke Mascha, wenn du das Video sehen solltest, auch nochmal auf diesem Weg, dass du mir dieses Büchlein zugeschickt hast. Und dann wäre es das eigentlich dieses Jahr gewesen, denn ich habe tatsächlich zu Weihnachten keine anderen Bücher geschenkt bekommen, eher Gutscheine, und worüber ich auch ganz happy bin, und weil man dann einfach so seine eigenen Wunschbücher natürlich auch kaufen kann. Dann habe ich aber ein Buch auf Ende des Monats noch entdeckt, das es bereits als E-Book gab, obwohl es erst zum 20. Januar erscheinen wird als Hardcover. Und zwar Der Atem einer anderen Welt von Shannon Maguire. Und das E-Book war jetzt, glaube ich, einen Monat früher verfügbar, als es angekündigt war für Mitte, Ende Januar, und hat als E-Book sogar nur 7 Euro gekostet. Und ich musste einfach zugreifen, denn die Geschichte, ich habe es euch in den Neuerscheinungen für Januar vorgestellt, klingt einfach spannend, dass man hier eben Kinder hat, die eben in Geschichten drin waren und dann an einer Schule ankommen und daraus im Grunde ihre Lehren ziehen. Und wir sind doch alle schon mal in Hogwarts gewesen, in Mittelerde. Wir sind auf Westeros umhergelaufen und waren natürlich auch mit Alice im Wunderland zum Beispiel oder mit Peter Pan im Nimmerland. Und ich kann mir das einfach so, so toll vorstellen, dass wir eben tatsächlich an diesen Orten sind, an diesen Orten waren und dann eben auch mit Begeisterung zurückkehren und tatsächlich uns da irgendwo finden und uns austauschen. Es ist fast ein bisschen wie BookTube, könnte man meinen, aber ja, ich konnte hier gar nicht widerstehen. Ich finde es toll, dass das E-Book auch wirklich so günstig ist. Mit 6,99 für ein Verlags-E-Book ist das wirklich ein Schnäppchen. Und das Hardcover, glaube ich, kostet dann um die 18 oder 20 Euro. Von daher, jeder, der E-Books gerne liest, und dazu gehöre ich ja definitiv, der wird hier auf jeden Fall seine Freude haben. Und das war dann auch schon das 9. und letzte Buch. Wie ihr seht, war ich eigentlich sehr brav, und wären die geschenkten Bücher nicht gewesen, wäre ich tatsächlich bei meinen 5 Büchern geworden. Aber ich sage natürlich zu geschenkten Büchern in der Weihnachtszeit nicht nein. Was nehme ich aber fürs neue Jahr vielleicht mit oder auch für den Januar, Februar? Einfach so ein bisschen mehr darüber nachdenken. Muss ich jetzt wirklich gebrauchte Bücher von der Wunschliste auf Mediamops und Rebuy bestellen, während ich doch irgendwie noch 99 Bücher auf meinem Sub habe? Muss ich wirklich die Gutscheine jetzt gleich so einlösen und irgendwie Bücher mir zulegen, die auch einfach vielleicht noch warten könnten? Damit will ich nicht sagen, dass man sich nichts gönnen sollte, aber manchmal möchte ich bei Büchern, ähnlich wie bei anderen Dingen, egal ob es bei mir Schuhe sind, Klamotten sind, Kosmetik ist, da bin ich viel eher am Überlegen. Da denke ich wirklich viel mehr darüber nach, ob ich das wirklich brauche. Das schaffe ich bei Büchern immer noch nicht so ganz, würde aber diesen minimalistischen Gedanken einfach gerne auch in Bücher mit übernehmen. Und das gelingt mir schon gut, weil ich eher doch zu E-Books greife, als tatsächlich vielleicht zu echten Büchern, was zumindest platztechnisch schon mal was ist und auch ressourcentechnisch besser ist. Aber ja, ich möchte mir das für das neue Jahr so ein bisschen vornehmen, aber ich bin kein Mensch für Kaufverbot, ich bin kein Mensch, der irgendwie sich da irgendwie strenge Regeln macht, aber ich denke, wenn man vielleicht irgendwie versucht, mehr Bücher zu lesen, als sich in diesem Monat zuzulegen, dann wäre auf jeden Fall schon so ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber es muss auch einfach jeder für sich entscheiden, aber das wäre so mein kleiner Vorsatz fürs neue Jahr. Und das war's jetzt auch mit meinen Neuzugängen aus dem Dezember. Vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, oder auch was bei euch vielleicht zu Weihnachten eingezogen ist, was auch unabhängig zu Weihnachten eingezogen ist. Würde mich sehr, sehr interessieren, und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.